Ui, okay, also wir haben jetzt 10, so. Das heißt, wir müssen jetzt so rum auf 60. Fuck, das ist falsch rum. Das ist falsch rum. So. Sogar jetzt mal zu hören. Oh, das ist falsch rum. Das ist halt definitiv falsch rum, aber hey, okay. Er lockt trotzdem hier ein. Okay, jetzt machen wir gleiche Richtung. Er lockt hier nirgendwo ein, okay. Also, ne. Wir drehen nach rechts, so. Er lockt die 70 halt nicht ein. Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß aber nicht genau was. Warte mal. Also, ne? Wenn wir nach 10 nach rechts drehen, das heißt, wir müssten theoretisch so lang. So, 10. Jetzt gehen wir 70 nach links. Das nicht ein. Könnte dieses Gewitter bitte mal aufhören, so laut zu sein? Dankeschön. Gute Frage. Ah, da hat er gerade eingeloggt. Er hat doch aber eben eingeloggt. Warum hat er denn eben eingeloggt und vorher nicht? Bin ich jetzt komplett bescheuert? So. Wieder nicht ein. Okay. Zahl festzulegen. Brr, 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 brr. Rechts, links. Also, ich muss den falsch so rumdrehen, dann würde ich. Nee, warte mal. Ich drehe. Also, ich drehe den hier. Will ich so rumdrehen.
Also, ich wundere, es könnte sein, dass ich immer noch Fahrzeitenverkehr eingestellt ist hier bei mir. Also, zwischen euch und mir. Würde ich nach rechts. Das ist halt nicht. Rechts rum, bis ich bei der 10 ankomme. Das lockt da ja auch ein. So, hier kann ich loslassen. So. Muss ich zwischendurch loslassen? Jetzt. Links rum bis auf die 70. Ja, okay. Und jetzt wieder rechts rum bis auf die 90. Und dann haben wir es. Okay. Okay, und dann können wir weiter. Wir haben den Schlüssel für den. Oh, I don't like this. I really don't like this. Okay, da kommen wir runter. I can put it between the books. You'll never find it there. Können also nach oben oder nach unten? Ich frage mich jetzt halt, ob wir noch die Möglichkeit bekommen. Ah, okay. I can't escape. I can't escape too, heißt ja meistens nichts Gutes. Okay, also runter komme ich schon mal nicht. Probieren wir es mal nach oben. Okay, hier ist schon mal at least keine. Tür, keine Treppe. Okay, wenn wir jetzt runtergehen, wo wir so weit nach oben gelaufen sind. Das hatten wir eben noch nicht. Glaube ich zumindest. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Weiter runtergehe. Wir immer noch hier. Okay, komme ich hier irgendwie runter, indem ich irgendwo irgendwas kann ich doch hier bestimmt machen, dass ich irgendwie weiterkomme. Sachen im Schrank. Noch irgendwas? Nicht. Hier auch nicht. Ui. Dieser kleine Heizkörper soll hier irgendwas heizen? Na, ich glaube ja nicht. Meint, ich hab nicht gesagt. Unten. Ah, da ist schon der Schlüssel. Na gut, okay.
nichts hinter? Nein. Ich gucke, ob hier noch irgendwas anderes ist, was hier ist. Außer der Schlüssel, der ja schon hinter mir zu sehen war. Sind die Skulpturen auch von ihm? Das würde mich mal interessieren. Oh, hier ist auch noch was. Was ist das? Ah! Und das ist das nächste. Ja, wir haben eins übersehen, glaube ich. Was tatsächlich relativ kacke ist. Mich jetzt, warte mal. Möchte ich einmal bitte kurz gucken, ob ich oben jetzt durch die Tür kann mit dem Schlüssel. Komm ich hier jetzt irgendwie wieder zurück? Muss ich wahrscheinlich runtergehen, ne? Ja, da sind wir wieder oben. Ist das hier die Tür, die man aufschließen kann? Ja, das ist sie. More notes today, even worse than before. The sad part is, I agree with every word. Mhm. Also für Epileptiker ist das Spiel definitiv nichts. Nach oben, solange bis wir wieder da unten rauskommen. Das alles nur gemacht für einen so einen kleinen Hint, nenne ich es jetzt mal, ne? Ist tatsächlich ein bisschen schade, dass wir jetzt das eine nicht. Aber hey, okay. Zu. Locked. Nein, wir dürfen da theoretisch wieder, aber brauchen wir nicht. Okay. It's too late to turn it all around. Das ist zugeschlossen. Hier rüber. Bitte sag mir nicht, dass Uschi jetzt gleich wieder um die Ecke gescheißert kommt, weil dann kriege ich einen Anfall. Uschi heute nicht mehr sehen. Look at him, wading through ashes. Such determination. Such blindness. Okay, das Telefon ist jetzt einmal komplett weg. Okay. Talk to me. Why won't you talk to me? You promise. You deserve this. All of it. All of it. This solves nothing. It never has. It never will. Okay. Schlüssel. Kiste. Waage wieder sehr einseitig heute. Silent floaters. They clog the drains. Fur in the water.
No baths for me. Na, sind wir heute mal wieder richtig. Oh, hallo. Heute sind wir mal wieder richtig krank, oder? It's too late to turn it around. I'm not like her. I won't let go. I won't let my passion decay. I can't. I would never. I will finish it. Okay, Mr. Repo. Aber gerade einen Schnitt in der ein gutes Zeichen, wenn Türen von alleine aufgehen. Ich kann dir gar nicht, kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich sowas liebe. Ist gut jetzt. If I am to be honest, I can't say your letter was unexpected. Numerous colleagues have informed me that you had previously sought their advice in this matter, and while it is perfectly understandable for a patient to demand a second opinion, I would think 16 concurring opinions would be enough. Try my best. Still, out of respect for you and your wife, I have examined the case thoroughly, and I have to concur with my colleagues. Involuntary muscle spasms are not uncommon with patients who have suffered burns as severe as your wife did. What you refer to as a freakish grin or an unnerving yelp, though many would find such expressions hurtful, could indeed be manifestations of nerve damage. The other symptoms you mention do not seem to be physiological, but rather purely psychological in nature. Traumatic events can lead to severe stress, and that is nothing to be ashamed of. As to your demand that we fix your wife, you have to understand that what she went through cannot be undone with one simple procedure. It is a long, arduous process that will require all your strength and support. Please feel free to contact me or my colleagues, should you wish to discuss a long-term rehabilitation program. Dr. Robert Richards, noch sein verdammter Quacksalber. Du hast mir die Tür doch gerade erst aufgemacht. Warum machst du sie jetzt wieder zu? Ah. Deswegen machst du sie einfach wieder zu. Kreative Blockade. Wir machen das mal. Wir nehmen das mal so hin. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Milady, bitte, ich will das nicht. Schätzelein, bitte wein doch nicht so laut. Was mitnehmen? Nein. Hi, okay. What we've done. Ich habe meinen Schlüssel, aber wofür? Für welche Tür? Ich will da nicht zurücklaufen. Oh no. Aha, nein. Please don't do this to me. Leave me alone, Mrs. Robinson. I don't want to be here. Aber hier ist nur ein Fenster. Kein Schlüsselloch. Oh! 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 Okay. Okay. Aha. Mal auf, da wird der jetzt wahrscheinlich. Oh, tatsächlich noch. Found his little collection of empty bottles this morning.
I reacted badly. I know it's hard for him too, but God damn it, he should know better. With a small child in the house. Oh, that's just irresponsible. Ja, ja. Ja, das ist das Layers of Fear Remake. Oh, man sieht das in Restless Memories. Kann ich die irgendwie... Okay, man sieht Sachen durch die Lampe, die man normalerweise nicht sieht. Das ist interessant. Trotz. Interesting. Perfect. What are you doing, Mademoiselle? Oh, das ist jetzt der Türraum. Ich wäre dafür, dass wir das Feuer wieder ausmachen. Danke. Oh nein. Ich will das nicht. Will dich nicht. Lass mich in Ruhe. Put more and more locked doors between us, but it's my drinking that ruins the family? This is childish. Locked. Locked. Okay, danke. Habe ich ganz, ganz großes Problem mit. Oh, das Brecheisen. Dieses Kinderspielzeug irgendwann, ne? Okay. Danke. Nicht so danke. Hey. Hallo? Somebody out there? Anybody out there? Somewhere far away? Ganz far away. Ich will nichts mit dir zu tun haben, danke. Da ist gerade noch irgendwas runtergefallen. Okay, wir haben ja nur den Weg hier. Is no other option than this way. Ach du Scheiße. I need the fire. Lamps are so cold. Hallo, offene Tür. Wie geht's uns heute so? Ist nichts drinnen? Okay, aber hier vorne ist was. Da. Schublade Nummer 1. Jawohl. Irgendwas mit einer 5. Okay. Locked. Die Tür würde auch gehen. Oh, das ist jetzt die andere Seite der... Oh, okay. Alles klar, ich sehe. Kann ich hier nur kurz reinluschern? Gibt's hier irgendwas zu holen? Ah ja, die Glocke. In the end, this was the only instrument she could play. The only music this family could accept. Ah, okay, wir brauchen den Türcode. Okay, alles klar, hab's verstanden.
Das tötet Leute. Unterlassen Sie das bitte. Madame. Ich möchte Sie bitten, jetzt hier nicht zu erscheinen. Haben wir uns verstanden? Okay, das war, I guess, the last piece. Du hast das gerade durch mich durchgeworfen. Was soll das? Ist gut jetzt. Haben wir uns verstanden. So. 385. Ich finde es tatsächlich schon ganz schön. Tatsächlich. Hallo? I thought I broke all of them. Oh well. Cold, merciless light is still light. Was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass ich die Dinge jetzt kriege. Nicht mehr kriegen werde. Weil ich diesen einen Fitzel nicht mitgenommen habe irgendwo von dem Bild. Mhm. Ist eh dicht, okay. Are you insane with those candles? You will burn. You will burn? Okay. We have electricity. Okay, wir haben die 1. Oh no. Please just don't do it. Das ist uncool jetzt. Hallo. Oh nee. Das habe ich ja jetzt gerade gar keine Lust. Ich muss jetzt, während ich von ihr verfolgt werde, hier diese Kacke finden oder was? Alone. Okay, ich hab keine Ahnung, wo hier die Sachen sein sollen. Thousands of years, I can do it too. Wo ist das letzte? Hier will ich nicht sein. Jetzt hier schnell wieder raus. Und hier.
werden sie mal ganz kurz wieder abfangen. Wenn sie dann kommt. Ich höre sie. Hi, Mama. Was geht? Irgendwo muss doch aber noch eins sein. Oh, das ist jetzt kacke. Weil hier ist die... Hier ist der Point of No Return. Ich mag dich nicht. Irgendwo muss doch jetzt noch der letzte Zettel sein. Frage ist aber wo? Eventuell nehmen wir den hier. You know that fire is... Sie. Da ist sie. Geh weg. 6-6-4. Wo ist denn jetzt die blöde Tür? Ah! Okay. We belong together. Waking up here. Stell dich deine Angst. Oh, okay. Ah, okay, das heißt, ich musste jetzt in sie reinlaufen. Oh. Okay, also ich musste jetzt in sie reinlaufen. Es gab ja keine andere Alternative.